Führung bedeutet Achtsamkeit, nämlich wirklich zu sehen, was im Unternehmen geschieht und dann auch entsprechend daraufhin Impulse zu geben, um das Unternehmen auf Kurs zu halten. Das Gespür, das was also auch Harvard-Professorin Langer unter Achtsamkeit versteht, nicht zu esoterisch verstanden, aber schon so, dass ich spüren muss, wenn sich Veränderungen abzeichnen, dass ich ein Gefühl kriege, stimmt das, was da an Fakten kommt? Ist das logisch eigentlich verständlich aus der Perspektive des Konsumenten? Was kann ich noch mehr empathisch entfalten und verstehen? Es ist eine Aufgabe, wo ich schaue, wo ich Türen öffne, wo ich Schilder aufzeige, wo ich Wege bereite, auf denen die Menschen gehen können, um ja ihre Potenziale entfalten zu können. Das ist dann nur noch Befähigung. Das ist praktisch Rahmen setzen, Raum geben, ermutigen, schauen, wie er sich selber weiter profilieren kann, um die Unternehmensbindung eigentlich zu halten. Das ist fast eine väterliche Unterstützung. Es gibt noch einen zweiten, der auch die Geschäftsführerposition zumindest nach außen hat, weil wir müssen Geschäftsführer haben. Irgendwer muss es gesetzlich das Unternehmen vertreten. Und der ist, ja, ich sag so ein Mentor, so ein Anschieber. Wenn man irgendwo sieht, es geht was nicht weiter, es braucht irgendwie jemand, der so einen kleinen Stups noch gibt, damit der ganze Prozess wieder ins Laufen kommt oder irgendein Thema angegriffen wird oder so. Er ist der einfach mal so als Moderator auch mal Dinge zusammenführt. Ja, weil manchmal merkt man so, die Leute diskutieren sich in der Ecke und kommen nicht mehr raus. Aber ansonsten führt sich das Unternehmen selbst. Die Führungsperson als solches in der hierarchischen Ebene ist eher als Ansprechpartner, als Dienstleister, als Berater zu verstehen, der allen dabei hilft, das zu erreichen, wofür sie sich ausgesprochen haben. Die Geschäftsführung steht bei uns ganz unten, ist quasi so, wenn man möchte, das Fundament und gibt auch die Rahmenbedingungen vor, die aber auch natürlich veränderbar sind. Menschen führen heißt für uns dann auch ein Stück weit Leben wecken. Und die Menschen so aus der operativen Schwerkraft des Alltages zu befreien und ihnen wirklich ja, die große, weite Welt zu ermöglichen.